Ach, die guckt doch mal. Auf der Stelle! Halt! Links! Und! Sprechen Sie mir nach! Ich schwöre! Ich schwöre! Genossen Soldaten, als Kommandeur der Panzerjägerabteilung möchte ich Sie begrüßen. 18 Monate lang wird diese Dienststelle für Sie das Zuhause sein. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass der Wehrdienst keine einfache Tätigkeit ist. Sie werden auf so manche Bequemlichkeit und Gewohnheit verzichten müssen. Viele bisher für Sie unbekannte Probleme und persönliche Herden werden Sie zu meistern haben. Ich bin aber überzeugt, dass Sie wie schon Soldatengenerationen vor Ihnen schnell richtige Soldaten werden. Das ist Ihr Zimmer, Ihr Unterkunft für die zweite Bedienung, die ich gerade vorhin vorgelesen habe. Für den Genossen Kitzinger, das ist das untere Bett da hinten, Ihres. Sie sollen zu einer Geschützbedienung zusammenwachsen. Nicht irgendwann, sondern so rasch wie möglich. Michael Kirchschlager ist 19 und hat das noch frische Abiturzeugnis in der Tasche. Das zweite Quartier, wir müssen haben. Dirk Kitzinger, 24-jährig, lernte Installateur und spezialisierte sich für die Dachklempnerei. Hier zwischen kommen dann die Kamera. Steffen Kurek, 19 Jahre, stammt aus Altentreptow und war dort Agrotechniker. Unteroffizier ist er erst seit 3 Wochen. Fred Wobbe ist Zerspaner. Außerdem ist der 24-Jährige verheiratet. Zu einer kompletten Bedienung gehören 4 Soldaten. Der 4. Kanonier wechselt öfter. Er ist Reservist. Eins und zwei und eins und zwei und in die Geschützbahn. Eins. Gib alle mit. Tempo 2, Tempo 3. Die Sorte hat man sich gerade eh nicht gewöhnt, geht's voraus und Mann vor und drin und im Laufschritt. Also, die Ordnung und Sauberkeit, also mir persönlich macht es nichts viel aus, weil ich das Sauber auch oft machen muss. Die Sturmbahn hat mir einen klaren Schrecken eingejagt. Da waren einige ziemlich hohe Sachen dabei, wo man als kleiner Mann davor steht. Und, die Offiziere, die Unteroffiziere sind hilfsbereit, freundlich, nicht wie ich es mir vorgestellt hatte am Anfang, so streng und kalt. Der Steine! Arsch!
Zur Waffe, hängt sie über und rücken sofort wieder raus. Zeit für 30 Sekunden. So. Und neben dem ABC, das jeder Soldat beherrschen muss, steht vor allem, sie müssen ihren Platz bei Gefechtsalarm nicht nur kennen, sondern einnehmen. Und das ist mehr als wörtlich zu nehmen. Rein. Ja, ja. Wie geht denn das hier rein? Das liegt doch nicht. So, Mann, fassen wir mal. Ja, und dann rein. Das ist sogar zwei. Das wäre eine Lücke zu, ja. Ich mache eine Lücke zu. Sie machen eine Lücke zu. Jawohl. Das werden wir immer mal bleiben. Das stimmt, die werden abmachen, Junge. Kann jetzt jederzeit losgehen? Hä? Kann jederzeit ein Panzeralarm sein. Ja, kann mich so ran, die zwei Tage, bis er erstmal in sechs Wochen ist, hat man ja eine andere Meinung vielleicht, wir müssen. Thema. Naja, wenn man so die angespannte Lage jetzt in der Welt nimmt, dann möchte man doch schon seine Truppen gefechtsbereit haben. Sieh mal ein bisschen weiter rum noch. Ja, das ist ein besserer Streifschuss. Sieht man besser. Die Hülse ist ja auch nicht gesehen, wie die rausgeflogen ist. Was? Die Hülse ist eigentlich auch nicht rausfliegen sehen. Bleibe zu, runter! Satz 2! Auf! Eins! Ja! Breit! So, gleich! Denk da drin, dran, dass deine Löcher die Schäge weitergehoben. Hoch, die Halme! Hoch! Und Meldung! K2! Ich kann nicht schon überreden! 30-0! Stimmt, die Lenke wieder, die Bälle wieder nicht! Also, runter! 1 Tempo erhöhen! Wenn Richtbündel auf 0 gestellt sind, ausrücken melden! Bruder, Splitter, Granatpatrone! Bruder, Splitter, Granatpatrone! Skala BK! Skala BK!
Skala WK. Aufsatz 9. Aufsatz 9. WK, was ist denn das? Kannst du das auslassen? Ja, jetzt. Das ist gerade rausgehoben. Dieses hier. Spannstück. Nur hochdrücken. Ja, hab ich doch. Und jetzt loslassen hier wieder. Ja, es kommt nicht. Dann haben sie nicht die hochgedrückt. Dass sie lernen und begreifen, dass jeder Panzer, so stark bewaffnet und so starke Panzer diese Fahrzeuge auch sind, prinzipiell verwundbar bzw. vernichtbar sind. Auf alle Fälle sind wir in der Lage, mit unseren Waffen, die wir in der Panzerjägerabteilung haben, entsprechend dieses Ziel zu vernichten. Die Unterkalibergranate wird dieses Ziel auch dort bekämpfen und durchschlagen können. Der Leopard 2 macht im Allgemeinen gesehen einen sehr klobigen und kantigen Eindruck. Sie sehen das, es handelt sich hier um senkrechte Wände, kaum abgeflacht. Der Panzer hat relativ viele Fangstellen. Als Fangstellen bezeichnen wir die Stellen, an denen eine Granate, die auf dieses Ziel abgefeuert wurde, nicht abrutschen kann. Wir haben hier drin, in dem Gehäuse, dieselbe Schraube wie hier oben. Also auch mit diesem Schlüssel. Können wir das verstellen. Das ist auch stufenweise genauso, als wenn wir hier unten drehen. Wofür ist die Just hier in Richtung diese und diese? Das ist für den Aufsatz und für den Seitentrieb zum Einstellen. Ja, welches nur für den Aufsatz? Das ist der Aufsatztrieb und das ist der Seitentrieb. Jut. Meine, wir sind zwar erst zweimal eine Kanone dran gewesen, das war gestern und heute. Da haben jetzt einigermaßen die Reihen voll oder zumindest die Aufgaben. Wir wollen vielleicht packen, schnell gefechtsbereit zu sein. Und das andere, erst was war auch. Und nur mit der besten Bedienung, das wollen sie ja nur alle werden, die hier sind. Die anderen Bedienungen sind ja nicht die Einzigen, die das werden wollen. Und das wird bestimmt ein harter Kampf werden, schätze ich. Ja, gerade das ist der Anreiz im sozialistischen Wettbewerb. Wenn wir beste Bedienung werden sollen, dass der Schützführer und die Schützbedienung, dass die wie ein Mann da sind und nicht, dass das Team einer Kanone mit dem Unteroffizier nicht auskommt und so weiter. Aber das ist ja bis jetzt nicht der Fall. Und wenn das so bleibt, und ich möchte sagen, dass wir jetzt eine gute Truppe sind, dass wir Vertrauen zu ihnen haben, dass das schon in Ordnung gehen kann. Das kostet nur so manche Blase, auch so manchen blauen Fleck, aber zu schaffen ist es. Also, das können wir durchaus schaffen, beste Bedienung. So, gleich. So, gleich. Schneller werden. Die Masse ausnutzen. Links die Holme, Feuerstang wieder einsetzen. Vorwärts, vorwärts, hinaus. So, gleich. So, gleich. So, einsetzen wieder. So, gleich! So, gleich! Jetzt, bei minus 15 Grad, beginnen sie oft Gehörtes zu begreifen. Verstehen, was Panzerjäger alles können müssen. Panzer gilt es vor allem zu vernichten. Schnell und überraschend. Fred Wobbe trägt als Munitionskanonier seinen Teil dazu bei. Dirk Kitzinger wurde Verschlusskanonier. Und Michael Kirchschlager trägt als Richtkanonier die Hauptlast beim treffsicheren Schießen. Ganz!
Drei Karriere zu von der Land! Vorbesorgung öffnen! Alter, nach vorne! Der Rot ist nicht so rot wie Kennzeichen. Andersrum drehen. Der Rassel kann alleine. Nicht besser, wenn manche das durch. Kein Zurücktreten. Die erste Schnee wird schön, das hältst du lange auf! Pickaxe-Härte! Jörg, zurücktreten! Feste Bedienung ist noch nichts dran. Sind noch zu langsam. Also die, wie soll ich sagen, die ermüden zu schnell. Nach ein, zwei Mal Stellung fahren sind sie. Ihr wolltet erst die Kisten abladen, dann die Rohrwäscherbürste rausholen und dann Kanone abhängen und dann wieder die Kisten abladen. Obwohl wir das vorher durchgesprochen haben. Ihr habt bloß die Kanone gleich runter, gleich ran an der Kanone, abhängen und gleich ran an die Kisten. Und nicht erst an der Kanone stehen und dann überlegen, ach, da auf der anderen Seite steht keiner. Das geht nicht, das muss alles nach und nach. Ihr pickt immer auf der verkehrten Seite. Ihr müsst hinten eine Kante haben, wo die Holme ranstoßen. Wenn der Holm jetzt so ist, muss die Schräge so sein, dass da so drin ist. Und hier vorne kann ruhig gerade sein. Theoretisch braucht man die Löcher für die Holme bloß noch umdrehen. Also picken wir jetzt, wenn das Rohr nach da zeigt, picken wir so. Zack. Ja. Ja, machen wir doch immer. Ist noch Kern. Nee. Das Rohr zeigt nach da und ihr steht hier und pickt. Pass auf. Das sind Geschütz. Das sind die Holme. Hier zeigt das Rohr hin. Der Geschützführer, das ist ihr wichtigster Partner in der Zeit der ersten Ausbildung. Da ist es schon etwas Besonderes, wenn der Abteilungskommandeur Ihnen Wissen abverlangt. Bisher kannten Sie ihn nur von Begrüßung und Fahneneid. Herr Köschleiner, Oberstleutnant, die Hauptaufgabe der Kanone MT-12 ist das Bekämpfen von Panzern. Das Vernichten von Panzern und gepanzerten Fahrzeugen jeglicher Art. Das ist die Hauptaufgabe. Was kann ich weiter noch mit der Kanone MT-12 machen? Wir hatten damit schon begonnen, K3. Soldat Wimburg, Herr Oberstleutnant. Bekämpfen, auch zerstören von Bunkern, von Feldbefestigung und Niederhalten von Truppen. Ich schwöre, ein ehrlicher, tapfer, disziplinierter und wachsamer Soldat zu sein. Die Befehle mit aller Entschlossenheit zu erfüllen. Wo ich meine Frau gesehen habe, da sind mir die Wörter erstmal so richtig durch den Kopf gegangen. Und dass ich eben, wo ich die anderthalb Jahre hier bin, bei der Fahne, dass ich sie praktisch anderthalb Jahre beschütze und mein Leben dafür einsetze, dass ich den Frieden erhalte und auch schütze. Das ist ja nicht so leicht vom Tisch wegzufegen, ja, wenn man jetzt seinen Fahnenhalt vor, also bricht oder so, Befehlsverweigerung, alles das zählt ja dazu, keine militärische Ordnung, eben nicht die Pflichten erfüllen und so weiter, und wie schnell ist das eben mal passiert, ja. Und da habe ich mir dann danach doch mal Gedanken gemacht. Wo ich denn da gestanden habe, denke, na, jetzt bist du irgendwie da, hast jetzt einen Schritt gemacht, den du vor Jahren so richtig überdacht hast. Und da habe ich gedacht, denke, Mensch, Eltern sind da. Ich bin erstmal die Verantwortung bewusst geworden, die ich jetzt habe, praktisch. Leere Magazin verpacken, Magazintasche schließen. Thank you.
ab und zu mal was schön pfeifen hören. Ja. Sonst. Ich fand ein bisschen blöd, die ganze Formalität da, die Statten, das Mel und Brazimationsempfang da, so ein Theater dazu machen, das kostet bloß so letzte Zeit. Finde ich auf jeden Fall. So gemeldet und so, Brazimationsempfang, hin, dann auch Stellung und Meldung und dann nochmal Meldung, so viele Meldungen, das ist so, ganze Schießen versaut. Finde ich gar lieber ein bisschen mehr Sicherheit, als ja, dann nachher einen anderen abschießen tust. Ja, aber das ist immer wirklich mal ernst, was Sinn, du musst dich erst mal melden, dass du deine Patronen kriegst, was ist denn das denn? Gerade beim Schießen. Quatsch, welche Befehle und das ist der Gegner schon da. Ja, bloß du kannst beim ersten Schießen gleich einen Ernstfall hier voraussetzen. Da wäre nachher mehr Verluste beim ersten Schießen gewesen als im wirklichen Ernstfall vielleicht. Nee, das war schon nicht schlecht so. Postenbereit zur Postenübernahme. Postenbereit zur Postenübergabe. Abbildung. Posten, Postenbereich übernommen. Posten, Postenbereich übergeben. Abgelöst. Unterlegung kehrt. Das hat kein Schlag. Nein, das hat kein Bild. Das hat Wappe. Eben das habe ich. Das hat Wolf. Lass mal gucken, was sie schreiben hier. Müssen hat es auch schon geschneit. Oh, da können wir uns ja mal eine Eisdiele treffen, wenn du auf Urlaub kommst. Du musst wissen, warum. Hey! Jetzt? Sag mal, der Herr Offizier sagt mir gerade Bescheid, Michael. Weißt du, was soll man machen hier? Das kommt, warte, es wird halt eingedenkt. Ich schwöre, an der Seite der Sowjetarmee. An der Seite der Sowjetarmee. Und der Armeen. Und der Armeen. Der mit uns verbündeten sozialistischen Länder. Der mit uns verbündeten sozialistischen Länder. Als Soldat der Nationalen Volksarmee. Als Soldat der Nationalen Volksarmee. Jederzeit bereit zu sein. Jederzeit bereit zu sein. Den Sozialismus. Den Sozialismus gegen alle Feinde zu verteidigen und mein Leben zur Erringung des Sieges einzusetzen. Habe ich nicht, auch ein bisschen Furcht. Naja, wie das denn so ist. Was ich mir vorgenommen habe, ja, wir wollen versuchen, unsere Verpflichtung, Treffen mit der ersten Granate einzuhalten. Und da fällt mir noch was ein, da hat jemand mal gesagt, für die zweite, also die zweite Granate könnte schon zu spät gewesen sein. Und wir geben unser Bestes. Angst vor Angst war, aber meine, wenn die Helme schief gebüttelt sind, dann kann auch nichts Großes schief gehen. Meine, werden wir sehen. Drei KW, Holm, ein Gramm! Ganz vor! Eis an die Hupfe! Bitte empfangen! Das muss alles gut. Ich bin gespannt. Direkt Muffe war keine.
Ich bin noch mal gespannt, ob das Ding die Kanone wirklich so schießt, wie er gesagt hat. Mit dem soll man ihn auch treffen können. Schon gefetzt. Vor allem wie nach oben gegangen ist und dann durchgeguckt und dann war die Panzerscheibe weg gewesen. Och, ich bin ganz zufrieden. Der Biest hat getroffen, K1 hat sich Mühe gegeben. Ja, ich durfte mich auf den Helm packen, hat ganz schön geschaukelt. Ansonsten habe ich das schon mal vorgestellt. Die ganzen Knall und alles. Ja, ich bin erstmal sehr erleichtert irgendwie. Da stand doch irgendwie ein gewisser Druck vor irgendwie das erste Mal schießen. Vor allen Dingen haben wir den Rückschlag größer vorgestellt. Als Willkommen K1 halte ich mich absolut nicht. Die Panzer wurden nicht schnell gezogen, das hat man gesehen. Und es gibt noch viel zu tun. Mit dem Anrichten vor allen Dingen. Das Rohr hat noch zu doll gewackelt. Ich bin noch nicht richtig von oben nach unten gegangen und so. Also das sind noch Schwächen. Was vor 4 Monaten noch neu war, wurde ihr Alltag. Ob sie ihr Ziel beste Bedienung schon erreichen oder ihm nur näher kommen, das werden die kommenden Wochen zeigen. Vor 5 Monaten hatten sie sich selbst ein Ziel gesteckt. Sie wollten beste Bedienung werden. Befehl Nummer 2185 des Kommandeurs über Auszeichnung mit dem Titel Bester. Mit dem Titel Beste Gruppe, einer Urkunde und einer finanziellen Zuwendung werden ausgezeichnet. Der Funktrupp R145, Kommandeur des Staatsführungszugs, Truppführer und Offizier sitzt. Die 2. Bedienung der 2. Batterie, Gruppenführer Unteroffizier Farchow. Die 4. Bedienung der 2. Batterie, Gruppenführer Unteroffizier Kolloff. Mit dem Titel bester Gruppenführer, eine Urkunde, einer finanziellen Zuwendung, ein ausgezeichnet. Ich dachte, packen wir. Ich verstehe das zwar nicht, aber wir haben besten K1, besten Kanoniere, Bedienung, auch die besten sind wir nicht. Also für diese Type, was jetzt anfängt, wenn wir uns dieselbe Zielstellung geben. Also beste Bedienung. Im Großen und Ganzen habe ich noch Hoffnung fürs 2. Ausbildungshalbjahr. Und da wollen wir das schon packen. Da passieren uns nicht so eine Fehler, Willer, die uns hier unterlaufen sind. Das war eben wirklich eine Frage des Glücks gewesen, ein bisschen. Geärgert haben sie sich. Die Kenntnisse und die Fähigkeiten sind vorhanden. Bloß diese Fähigkeiten umzusetzen, während realer Handlungen, die Aufregung dort beiseite zu drängen, das ist drin. Ja, selbstverständlich versuchen wir es wieder. Wir werden es auch schaffen, in die Stadt. Thank you.
doch, das ist schon gefechtsnahe Ausbildung. Sonst, das hat man ja nicht oft. Manchmal lassen nur MTLB von vorne kommen, aber die schießen ja selbst nicht. Aber die Geräusche alleine, ja, sind doch irgendwie ein bisschen beeindruckend. Ja, und wenn ich aufgeregt geschlagen habe im Laden, weil die Dinger so kurz sind, nicht so lang, gerade ein bisschen tatterisch gehabt, aber sonst bin ich eigentlich ohne größere Probleme drauf weggekommen. Ja. Also, hatte ich irgendwie jetzt Muffengang kriege oder so, Herzklappen. Ganz normal, ich habe mich vorher im Jahr gebrochen darüber. Also die Panzer gesehen habe, dass da jetzt ein Rohr auch auf mich zeigt, nicht bloß eine Pappscheibe. Da habe ich mir schon gedacht, doch, jetzt mit der ersten Granate treffen, das wäre schon ein bisschen besser, ja. Nee, aber Spaß beiseite. Man muss beim ersten Schuss treffen, denn wenn ein richtiger Panzer kommt. Also beim zweiten, alles zu düster. Das Geschoss ging rechts etwas vorbei. Gedanken, die sie weiterführten. Ihre Leistungen zu messen an den Erlebnissen sowjetischer Panzerjäger im großen Vaterländischen Krieg. Und Pivnitsch wartete schon wieder auf ein neues Ziel. Eine Selbstfahrerfette mit schmutzig grünem Tarnanstrich. Also Panzerangriff, da hat man gewusst, da kann nichts passieren. Ich meine, da jetzt in dem Buch oder in Krieg war es so, man hätte einen Stamm mit dem geschützt, aber man wusste nicht, ob man da überhaupt wieder wegkommt. Man wusste, man muss man jetzt erstmal seine eigene Angst vor dem, was kommt, erstmal überwinden. Und dennoch die Kapitelschaft besitzen, noch zu schießen und die Befehle konkret auszuführen. Da entscheiden Sekunden und da ist so ein Training wichtig für. Wie hat auch in dem Buch, der noch drin steht, die anderen, dass sie gerade auch in den Fechtspausen Ausbildung machen, also und ihr Rüsttraining all drum dran hat schon seinen Zweck. Ich meine, wir haben zwar den Panzerangriff jetzt selber miterleben können, ich meine, das war, da haben praktisch nur die Einschüsse gefehlt jetzt, ja, also. Ja, sicherlich, wenn es jetzt wirklich darauf ankommen würde, dann würde jeder sein Bestes geben, ja. Denn jeder hat irgendwie Freunde zu Hause, Freundin, Frau, Kinder, Familie und so weiter. Ich glaube, wir würden da genauso auch kämpfen wie die auch. Wo ist dieser Krach hier? Kids, alter Hirte. Hans, ich hätte auch gerne genommen. Ne? Lieber Dank. Danke. Ich für den zukünftigen Hausstand zur besseren Verwendung beim Ehekraft. Besten Dank. Ja. Cool, das hat mich vorhin. Ja, immer den Herrn, auf die Herrlichkeit. Dann kommt mal rein. Noch mal mehr, oder ein Dreifaches! Hoch, frei, hoch, frei, hoch, frei! Und dass man weiter viel Glück im Leben und im Leben hat. Herzlichen Glückwunsch. Ich frage Sie, Herr Hans-Georg Winter, sind Sie gewillt, die Ehe mit Fräulein Helene Maria Maritta Wolter einzugehen? Ja. Nun frage ich Sie, Fräulein Helene Maria Maritta Wolter. Ja. Oh, das war der Wetter. Ihr Platz ist links neben der Kanone. Sie haben die Aufgabe, die Bedingungen anzuleiten, das Zyklogramm durchzusetzen und nicht selber das Zyklogramm abzuarbeiten. Sie haben lediglich die Aufgabe, die Kontrollfunktion zu erfüllen, aber nicht der K5 zu sein und die meisten Arbeiten zu machen. Das kann nicht sein. Beim Stellungswechsel haben Sie genauso die anzuleitende Bedienung wie im ersten Dienstag. Dann im zweiten Dienstag ja sagen zu lassen, jetzt muss ich hier mit ranklötzen. Die Genossen sind erstmal von Voraussetzung her, jeder für sich,
sehr gut. Ja, der Nusser Kirchschlager hat gute Veranlagung, körperlich als geistig, der Soldat Wobbe und auch der Soldat Kitzinger. Aber das Problem besteht jetzt darin, aus den drei Mann dort eine Bedienung draus zu machen. Kisten runter und Gram. Hier haben wir schon gespreizt. Hier können super, wo wir die Spitzhacke arbeiten. Das ist scheiß krass. Naja, vier Löcher darf man natürlich nicht mehr buddeln, ne? Nee, nicht normal. Das kannst du vergessen. Wir müssen gleich, wenn Stellungswechsel kommt, müssen wir die Dinger gleich rumnehmen. Wenn wir Wunder zum Feuer und Halt kriegen, dass wir, wenn wir die spreizen, dass die Dinger gleich rinrutschen. Das muss gemacht werden. Das ist doch überhaupt nicht. Sonst machst du dich da tot. Dann hebst du die Kanone Wille aus und zack sind die Zeiten Wille nicht drin. Und was ist? Das Problem ist in der Bedienung, dass keiner von Soldaten da ist, der die eigentlich führende Rolle spielt. Auch der Soldat Kirschler ist noch nicht so, dass er jetzt der dominierende Mann von der Bedienung wäre. Was in der Bedienung an und für sich noch fehlt, ist, dass er während der Gefechtsausbildung Gleichmaß bewahrt. Die einzelnen Soldaten arbeiten, bemühen sich, ihre Aufgaben zu erfüllen, arbeiten auch hart an sich selber, aber das Rundwerden, dieses Synchronlaufen der Bedienung, das fehlt bei der Bedienung auch. Aber kein Uralradkäste. Beste Bedienung, außer Acht gelassen haben wir das nicht. Und wir kämpfen auch weiterhin dafür. Wir geben unser Bestes und strengen uns weiterhin an, dass wir das schaffen. Wir werden richtig trainieren und so weiter. Und die letzte Übung hier, unsere Zulassung, die hat gezeigt, dass wir dazu in der Lage sind. Persönlicher Beitrag. Leute besser anleiten und mehr aufzuklären, warum gerade die Handlung in dem Moment und das in dem Moment und so, damit sie das auch richtig begreifen, wozu das gut ist und damit sie da auch mit vollem Einsatz rangehen. Keiner hat gezählt, wie oft es in diesem Sommer für sie Laden, Richten, Feuer hieß. So rasch wie möglich feuerbereit, so sicher wie möglich treffen. Das Gefecht entscheidende Sekunden sind zu gewinnen. Das ist ihr soldatisches Ziel, ihr Klassenauftrag. Da bleibt kaum Zeit für anderes. Falco. Feueröffnung, 1000 Meter. Entfernung bestimmen. 18, 22, melden Sie mir, wenn Sie feuerbereit sind.
Nachbar, schau auf die Schussbahn, wenn die Kanone schräg steht oder so. Kaum. Kaum. Warum? Der steht nicht schräg. Das Fahrwerk ist da ausgewogen. Das Fahrwerk ist da verriegelt. Was soll denn da sich beim Nachbar machen? Da macht sie nicht mehr Nachbar. Nee, weil man bei Maschinenpistole und wenn man nach Bekannte, dann. Das kann man biegen. So, und dann ruhig, so wie gestern. Genau so. 10, 8, weg. Okay. Spaten verpacken. Ordnung herstellen. Handtaube weg. Ja, hab Vertrauen in mein K1. Also bis jetzt hab ich Vertrauen. Ja. Warum? Warum? Ich meine, erst mit einer der besten K1, würde ich sagen, von unserer Batterie. Nur, ich muss jetzt mal jetzt mal ein bisschen anmachen, weil ich immer so porös macht vorher und aufgeregt ist, wie so ein Gamser. Und ich immer so, oh Mensch, bleib ruhig, das ist nicht erstmal das Schieß. Dann sitzt du auf dem Höllen, dann macht er erstmal hoch und dann guckt ihr rein und wenn er dann durchguckt, in dem Moment, da vergisst du, glaube ich, überhaupt, dass wir da sind und dann sieht er bloß die olle Pappscheibe und dann jagt er los und dann ist es vorbei, man ist die Scheibe ist weg, denn zumindest. Und das ist ein totales Vertrauen. Sag mal, gewisser, der trifft, der reicht mir. Das ist eine unheimliche psychische und physische Anspannung. Erstmal muss man da richtig dahinter stehen und drehen, dass man auch wirklich mitkommt. Und dann die ganzen Entfernungen, jeder schreit eine andere Entfernung durch, der eine ruft Feuer, dann war es am Nebengeschütz, aber das hört man nicht. Wenn man direkt an der Kanone dran steht und man guckt durch die Optik, dann sieht man nur die zwei Panzerscheiben. Und dann, wenn von Kurik Feuer kommt, und dann muss ich abdrücken in dem Moment. Das kann sich aber auch ein paar Sekunden verschieben, je nachdem, ob die Scheibe richtig aus dem Tal raus ist oder sowas. Und bis jetzt zur Übung haben wir eigentlich immer getroffen, möchte ich sagen. Also unsere Kanone hat sich da bewährt, unsere Bedienung. Jetzt bei unserer Bedienung bleibe, Dirk ja ziemlich ein Hitzkopf ist, wenn man sagt, oder fährt schneller als der Haut, weil das schlägt sich zwar denn, ja, aber das ist der Einzige, der immer ausflippt, wenn man da, ne? Und sonst, Michael, ja, der ist eigentlich nervös, ne? Nervös ist ein bisschen, aber sonst. Ja. Viel zu nervös, wird abgebaut noch. Ja. Und du selber? Ich selber würde sagen, ja, eigentlich ein ruhiger Typ, also. Auch kaum mit. Dann bin ich mal mit Sauer, wenn er gut. Vielleicht ein bisschen langsam. Nee, das kann ich nicht sagen. Wenn ich langsam bin. Nur an Leistungen von gestern messen, sondern vor allem am Waffenbruder von heute. Daher gehören solche Begegnungen zu ihrem Alltag, markieren solche Treffen ihren Weg. Wenn dann neben dem Verstand vor allem das Herz spricht, kann man ihnen verübeln, dass sie für Selbstverständliches keine großen Worte brauchen? Gut, Snatschok jetzt, ne? Snatschok. Ja, danke. Die zwei noch. Sauna nehmen. Hält jetzt.
Und wir kommen auf Satz 10. Ты командуешь по-русски. Прицел 10. Фильм это? Да. Один заряжи. Заряжи. Заряжать. Да. Also, один снаряд зарядить. Ein Schuss. Ein Schuss. Laden. Заряжать. Заряжать. Да. Один выстрел. Он будет командовать. Фильм. Фильм это. В центр цели? В центр цели, да. Ein Schuss, Laden. Ты по-русски командуешь. Один... Einhalme! Auf Panzer! Hohe Aussprache, Granatpatrouille! KWK auf Satz 10! Sie will anrichten! Einschuss laden! Feuer! Imania, Wistrill! Siehe! Feuerverleger auf linken Panzer! All choose that guns in front of the set! Feuer! Anfangszeit, muss ich sagen, war ziemlich schwer eigentlich. Es fing schon allein jetzt beim Einkaufen gehen an. Meine Außenheit Tochter, die fehlt natürlich. Kriegt nicht so richtig mit, wie die aufwächst und jetzt vor allen Dingen mit Sprechen und so alles. Ja, Papi ist ja nicht da. Naja, und wenn er denn einen Tag geblieben ist, da zählt man dann schon, naja, morgen noch und übermorgen noch. Und dann muss er wieder los. Das ist, ja wie gesagt, einen Tag vorher, bevor er kommt, ist die Freude eigentlich am größten. Und wie ist das, wenn er wegfährt? Da muss ich mir eigentlich immer das Wein verkneifen. Warum eigentlich verkneifen? Weiß nicht. Vielleicht schäme ich mich, dass ich ihm das zeige oder so. Na gut, der Abschied wird eben ein bisschen traurig. Weil die ersten Abschiede, die waren eben ziemlich schlimm. Auch jetzt, letzte Zeit, geht's. Das Schönste ist einmal das Wiedersehen, ne? Das war meine Tochter, wie die immer reagiert. Kriegen Sie noch was zu fressen? Was? Ja? Ja. Siehst du? Willst du auch mal ein Gras hingehen? Hm? Willst du fressen gehen, den Pferdchen? Hm? Willst du mal? Hm. Machst du keine Angst haben? Doch, das hilft eigentlich. Na, dass er seinen Dienst da bei der Armee absolvieren muss, dass es für einen Frieden ist. Ja, denn solange wie noch gerüstet wird, werden wir davon sicherlich nicht absehen können, dass die Männer zur Armee müssen. Treffen beim Gefechtsschießen. Das allein genügt nicht. Nur gemeinsam mit anderen können sie im Gefecht erfolgreich bestehen.
Das trainieren und das gegenseitige Vertrauen stärken. Auch so haben sie die Aufgabe verstanden. Den Frieden zu erhalten. Zu verhindern, dass die Waffen sprechen. Anheben! Sturmtrupp 2 greift an, über weißes Gebäude in Richtung braunes Gebäude. Leider der Pack unterstützt die Sturmtrupps mit jeweils einem Geschütz entlang Hauptstraße in Richtung Turnhalle. So. Zu viel. Eins fertig! Eins Feuer! Feuer! Das war das erste Mal und war für uns recht ordentlich da zeuglich, ich möchte sagen. Nur ja, die Truppe, ich meine, in dem Buch, die wird schon anders steht und dürfen, wird sie sich da schon rumgeschlagen haben mit dem Gegner, die hatten da ihre Erfahrung. Die wussten, wie die uns zu verhalten haben. Und wir vielleicht bei ganz einigen noch zu große Schaltpausen hatten. Und ob wir genauso wie die von den Schützen weg wollten, da kann ich wohl nicht sagen. Ich glaube, ich habe mich erstmal bei so was für Angst in die Hose geschissen. Aber ich fest bereit, mich die Sachen verschonen. Zumindest auf den Acker. Was der Häuserkampf anbetrifft, da hätten wir auch die Erfahrung gerade sammeln müssen. Und man müsste das alles noch mehr ausbauen, mehr, vielleicht mehr üben, trainieren. Das ist eben wirklich perfekt sitzt alles. Ja. Auswertung und Würdigung der gezeigten Leistung werden ausgezeichnet. Mit dem Titel Beste Gruppe, einer Urkunde und einer Geldprämie. Die erste Bedienung der dritten Batterie, Gruppenführer und Offizier Platenau. Die zweite Bedienung der dritten Batterie, Gruppenführer und Offizier Kurek. In Deutschland, Demokratischen Republik. Bescheid. Unsere Schwächen haben wir abgebaut. Und dass wir beste Bedienung geworden sind, das zeigt auch deshalb. Also, dass wir gute Leute haben in der Bedienung, das zeigt, dass Dirk hier vorzeitig Freiter geworden ist. Und hat es eher einen Beitrag von uns, unsere Bedienung, genau wie die anderen, einen Beitrag zu leisten, nehmt, um die Kampfkraft zu stärken und auch den Frieden dadurch eben zu schützen. Obwohl wir bloß eh so ein kleines Pünktchen sind in dem ganzen großen Fleck. Ich meine, umso länger man zusammenarbeitet, umso mehr festigt sich das Kollektiv, das Vertrauen untereinander wird besser und jeder stellt sich auf den anderen ein und wir machen weiter. Das letzte halbe Jahr wird man voll durchgezogen, wie wir es bis jetzt auch geschafft haben. Wenn ich mein Schatz nicht rufe noch, tu ich hier winken. Wenn ich mein Schatz nicht rufe noch, tu ich hier winken.
Richten! Drei! Feuer! Wir winken mit den Äuglein und treten auf den Fuß. Er sieht doch in den Flammenwaden. Wenn Sie auch nicht viel vom Sinn des Soldatseins sprechen, erfahrene Kämpfer, wie Sie das Kürzel EK deuten, scheuen keine Härten. Wer beim Eilmarsch über 15 Kilometer mit sehr gut bestehen will, muss in rund 2 Stunden das Ziel erreichen. Sie schaffen es. Entwarnung. Gut machen, absetzen, etwas austropfen lassen. Kopfbedeckung gleich wieder auf. Abkreuzung, wie immer, Marschgesang. Das Dorf sich freut, wenn wir kommen und sieht, dass wir einsatzbereit sind. So, wenn wir hier jetzt vorne an der Eisenbahn abbiegen und auf dem Rückweg. Vorwärts. Meine Bier sind blei, Junge. Ach, Disco-Karten. Welche mal alleine? Weil das wurden. Disco-Karten meine ich. Heute Abend an da Spuren gehen. Ne. Also, ich setze ab als Erster. Ich nehme den hier. Ja, wir vom Pizzelaufkiste mit raus und zieh die rohe Latte. Bleib mit raus. In der Zeit springst du rüber und nimmst mit Schwabbe dann die Kisten runter. Bis der Kurek sagt, eine Helme. In der Zeit dann ist dann schon Vorschubutzen runter, Optik drin und der Verschluss auf. Er gehört nur zeitweise zur Bedienung. Ein Reservist. Nicht leicht für ihn, in einer eingespielten Bedienung mitzuziehen. Trotz der Starthilfe durch Dirk Kitzinger, der nicht nur mit dem Mundwerk schnell sein kann. Tagesbefehl des Ministers für nationale Verteidigung. Am heutigen Tage begeht die Nationale Volksarmee der Deutschen Demokratischen Republik ihren Jahrestag. Geführt von der Partei der Arbeiterklasse hat die Nationale Volksarmee als Teil unseres Volkes und seiner Staatsmacht mit dazu beigetragen, dass im Herzen Europas Frieden blieb, dass der Sozialismus kraftvoll gedeihen konnte, dass die auf das Glück des Volkes bedachte Politik der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands erfolgreich fortgeführt werden kann. Bitte? Danke. Danke. Danke, Robert.
Hier hinten, das ist der Verschluss, wenn der geöffnet wird durch ein paar Hebelasten hier, kommt hier die Granate rein. Und hier wird abgedrückt. Hier, nach hinten, ja, das hat geklickt und dann fliegt die Granate raus. In dem Moment, wo die Granate rausfällt, rausfliegt, naja, manchmal fällt so raus. Der Richtkanonier, der sieht durch seine Optik, ich bin hier mit dem Panzer ein. Ein Kollektiv beweist sich vor allem auf dem Gefechtsfeld. Geht jedoch im täglichen Engen mit und nebeneinander auch alles glatt? Ich meine, da man sich da gegenseitig mal auf den Senkel tritt, das ist wie ein Arm in der Kirche, das haut voll hin. Wenn das nicht wäre, das wäre vielleicht schon eine ganze Idee Ruhe auf dem Bude, aber wenn sich mal das aushalten, das ist dann mal 10 Minuten, dann fällt man sich da voll und dann mit dem spreche ich nicht mehr, dann ist man erstmal wieder letztes Schlaf im letzten Glied. Dann nach der nächsten Pause, dann saugt man doch schon wieder zusammen. Also irgendwann mal ein bisschen was kracht, ist normal, aber das hält sich halt noch im Rahmen. Meistens sind es bloß immer Kleinigkeiten, wo die man sich da drüber aufregt. Naja, merkt man selber, dass man da großen Mist erzählt hat, aber. Weil wir uns so gut kennen schon jetzt in der Zeit, da weiß man, wie man das, was man davon halten muss, was der andere gesagt hat. Man ist da praktisch in der Beziehung nicht nachtragend irgendwie, hat man sich halt nur gleich auf ihr Tagwerk, hat den noch ein halbes Jahr später immer noch voll. Dann kommt man ab und zu mal eine kleine Spitze vorne und dann haut das wieder hin. Wenn man es mal zurücksteckt, ja, also irgendwann platzt doch mal in der Kran, ja, und dann geht's los und dann ist man mit gar nicht zufrieden, dann schiebt man aber jede Kleinigkeit, irgendwann, ja, dann bleibt nicht aus, das kommt immer wieder. Aber danach sind alles so beim Alten, ja. Ausgewürdigt, aber Erfüllung der Gefechtsaufgabe hat sich da auch nie. Die Leute wissen, worum es geht, also sehen sie zu, dass sie beim ersten Mal alles packen, also. Ihr erstes Schießen liegt schon weit zurück. Geblieben ist die Aufregung und die Verpflichtung, Treffen mit dem ersten Schuss. So lange wie möglich dranbleiben an der Optik, bevor du abdrückst. Feuer! Da ist er nicht Feuer! Ziel! Aufsatz 8! Ey, wie hat zu lange gedauert? Vorsicht, langsam. Wir haben uns heute zum Abschlussgespräch hier zusammengefunden. Das ist so üblich im Truppenteil Leine. Der Kommandeur trifft sich mit denen, die ihren Wehrdienst beenden. Keine Klagemauer, aber offen und ehrlich, nach Soldatenart. Ich kann heute einschätzen, dass ihr Genossen eure Aufgaben erfolgreich erfüllt habt. Ihr habt gezeigt, dass ihr gereift seid, persönlich, ich würde auch sagen militärisch. Das hat mir vorhin gekannt, das ist irgendwie eine ganz andere Welt. Ansonsten haben wir oft ganz schön geschindert, möchte ich sagen. Man hat ja auch gute Zeiten, mal weniger gute. Ansonsten habe ich da noch ein bisschen was gegeben. Man muss wirklich mal das Harte und das Schlimme hier mitgemacht haben. Ja. Den ganzen Winter manchmal erfrorene Finger gehabt und der Sommer war so heiß und die Mücken haben angeplagt und alles. Da hat man die ganze Nacht ein, zwei Schachteln Zigaretten geraucht, man war ausgelaucht und alles. Man muss so eine Strapazen mitgemacht haben, so vom Erzählen her kann man da kein was sagen. Wie schon gesagt, die 18 Monate, das muss man mal durch, also muss jeder mitmachen irgendwie. Ja. Jetzt, am Ende des Wehrdienstes,
gehen nicht nur Fred Wobbes Gedanken über die Armeezeit hinaus. Obwohl er sich hier fast heimisch fühlt und in der Elf des Ortes mitmischt. Ja, Arbeit, alte Arbeit wieder aufnehmen. Kann man sehen. Gibt es da bei der Arbeit Veränderungen? Ja, es ist eine andere Maschine. Neue, das ist ein neues Bohrwerk. Das wird vollautomatisch sein. Mal sehen, wie es er wird. Weiß ich noch nicht genau. Reizt dich sowas Neues? Oder? Ja, schon. Vor allen Dingen ist, wie gesagt, schon etwas Neues, ja. Und man wird ja doch irgendwie dann mehr beansprucht. Ja. Jetzt, was jetzt die Technik angibt und so. Oh, das werden wir schon schaffen. Und ein zweites Kind wollen wir noch. Ja, ansonsten, ob ich Fußball weiterspiele, weiß ich noch nicht. Je nachdem, wie es kommt. Komm! Wie sieht denn der Geschäftsführende seine? Sein Kollektiv, was er jetzt abgeben muss? Naja, fällt einem nicht leicht. Muss man anderthalb Jahre mit den Leuten zusammen gewesen, ist mit denen groß geworden. Und wo die gekommen sind, da bin ich auch gerade hier angekommen. Und ich bin zufrieden mit der Leistung, die sie gebracht haben. Das finde ich sehr schön, das ist ein hohes Lob des Geschäftsführers. Aber ich muss dazu sagen, ja, wir mit ihm auch, sagen wir mal, müde los erwischt haben. Es gibt ja nur die Geschäftsführer auch weg, die einen, die haben eben weg und die anderen, die lernen nie. Würde ich mal sagen, ja. Und der hat dann schon die Backe, wo sie von Acker höllisch oft angeblöckt haben, aber ansonsten für mich persönlich kann ich sagen, dass ich mit dem Vorsitzenden nie hart in Konflikt gestanden habe. Also richtig so, sozusagen, überhaupt nicht. Sicher wird Dirk Kitzinger wieder öfter in der Kapelle seines Heimatdorfes mitspielen. Wir spielen ja nach Zahlen und arbeiten uns immer die Songs, die wir spielen, aus. Von den aufgeschrieben und dann wird das geübt. Wenn wir direkt mal Noten spielen würden, wäre eine Katastrophe. Ich kann auch keine Noten lesen. Und sonst, ja, mein Gott. Oh, klingt doch gut, nicht? Noch eine kurze Erholungspause und dann werde ich mich wieder im Magdeburg auf die Dächer rumtreiben und meinen Job vorsehen. Und dann habe ich da mal ernsthafte Bemühungen veranstaltet, da meine Mutter auch mein Enkelkind von mir sehen will und nicht bloß von meinen Schwestern. Dann wird ja auch nicht älter, ja, ein bisschen, ach, umgekehrt, man wird ja ein bisschen älter und nicht jünger. Außerdem muss ich ja meinen Körper auch mal wem anbieten können, nicht? So gesehen. Aber wenn das was wird und wie das was wird, steht noch eine Sterne. Wenn wir so mal Taktikausbildung gefahren haben oder sowas, ja, wer macht das schon gerne hier? Eine Stellung nach der anderen fahren und so. Aber wenn man dann gemerkt hat, hier erste, zweite Stellung, Normzeiten, alles IO geklappt, dann hat es nachher auch Spaß gemacht, dann lief das alles. Mhm, ja. Dann war auch das Zusammenspiel, das war, wie sagt man so schön, eine Hand wischt die andere, beide die Sichte. Ja. Da braucht ihr auch als Geschützführer, braucht ihr nicht hier noch große Kommandos geben, hier, was jeder zu machen hat. Das war alles so eingespielt. Das ist alles eingespielt. Wenn wir getroffen hatten, manchmal Ruhe, Kukur, Exil. Ja, das war nicht schlecht, da hat man sich gefreut, ja. Waren ein paar Schießen, die waren echt mies. Aber das lag. Mann, der Richtkanonier macht ja auch Fehler, er ist ja auch bloß ein Mensch, ja. Abteilungssieger. Das war ein Zufall. Und die Batterieübung im Sommer. Wir haben 100% geschossen. Eine Granate einzeln auf der Abteilungsübung, glaube ich, weil wir bloß bei uns eine Scheibe kamen. Und auf der Batterieübung hat man mit 100% geschossen. Gleich ob als Richtkanonier oder in der Freizeit. Michael Kirchschlager will vollkommen sein. Klar, sieht tierisch beeindruckend aus. Aber so rumlaufen möchte ich ehrlich gesagt nicht. Jedenfalls nicht so übertrieben. Und dann mache ich es ja auch nicht, um irgendwie als Muskelmensch oder Kraftprotz da anzukommen. Sondern ich mach's, weil man sich ein bisschen fit hält. Kreide! Kreide! Ah.
Irgendwie muss man auch Freizeit ein bisschen ausnutzen. Und manche spielen Schach. Ich spiele auch ein bisschen Schach, aber da verliere ich immer. Das macht mir keinen Spaß. September fange ich in Halle an, im Studium, deutsche Geschichte. Also Pädagogikstudium ist das. Und 5 Jahre. Jetzt am Plan! Tut mir ein bisschen leid, dass wir erst im dritten Dienstagjahr den Titel Beste Vertrieber ringen konnten gemeinsam. Sonst hätten wir jedes Halbjahr hier so ein kleines Ferkelchen auf dem Tisch zur Linie gehabt und hätten das leer spachteln können. So ist aber ein guter Anlass, um Ihre Leistung hier noch mal hervorzuheben, die gesamten 1,5 Jahre. Und ich hoffe, dass jeder in seinem persönlichen Leben weiterhin viel Erfolg hat. Und ich möchte bitten, dass Sie mit mir gemeinsam das Klasse heben. Und dann kann man nach Hause laufen, ja? Kurig, hast du eine lange Adresse, Junge? kannst du den Punkt nicht aushalten, oder was? Ich ja glatt Gott. Ist aber klasse. Als Bleimhörner? Nee. Wo ist die Artillerie? Hier schwach vertreten. Was? Hier, Raketentruppen. Ach, ich kann dir. Ja. Ebenfalls, alles Gute. Ja, danke. Ebenfalls, ja. Alles Gute. Genau. Genau, ja. Danke dir. Hallo, Kollegen, und herzlichen Dank. Michael. Hab ich Telegramme gekriegt, ja? Danke. Alles Gute noch. Ja, ich wollte Oma die starke Oma mal angeben. Ich bin da. Ex.